So, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Tom. Guten Morgen, liebe Clubmitglieder. Guten Morgen, liebe Gäste. An diesem sehr ruhigen Tag, was die Märkte angeht, gestern Nvidia-Zahlen. Märkte haben kurz aufgehickst. Gut verkraftet eigentlich, ne? Guten Morgen auch Was von heißt mir. verkraftet, als wenn die Zahlen jetzt schlecht gewesen wären? Also Top-Zahlen, ein paar Unsicherheiten, Aktienrückkaufprogramm bei Nvidia. Alles guckt da gerade hin. Man fragt sich, ist der KI-Hype quasi auf der Bergspitze angekommen? Aber alles noch relativ stabil und die Zahlen waren auch stabil. Der Markt hat kurz gehickst und heute Morgen ist alles ruhig und alles DAX. Wer heute Morgen zufällig Live-Trading gemacht hat, wird gemerkt haben, da hat sich noch gar nicht viel bewegt. Ich glaube, wir haben gerade eine Spanne von 50 oder Punkten oder 70 Punkten oder irgend sowas, also ganz wenig. In dem Sinne, gucken wir mal auf ein ganz anderes Thema heute. Was hast du mitgebracht? Ja, wir gehen heute mal so ein bisschen in eine andere Richtung. Ich habe einen Getränkehersteller dabei, einen Konsumgüterhersteller, Monster Beverage, der Hersteller, man sieht es vielleicht schon so ein bisschen am Logo, der ein oder andere erkennt es vielleicht, der Hersteller von den Monster Energy Drinks. Ja. Sagt dir das was? Bist du Energy Drink Enthusiast oder? Ganz im Gegenteil. Ich aber auch gar nicht. Ich aber auch gar Gar nicht. nicht, genau. Ich verfolge das auf ganz verschiedenen Ebenen, lustigerweise. Also, A, habe ich mich damit mal so ein paar Dokus gesehen, so, Ja, was so passiert, so, wenn man das so sehr zu sich nimmt. Aber ich merke so einen Trend und der erschreckt mich so ein bisschen, dass das so gefühlt so als so ein Ersatz für Nahrung bei den einen oder anderen gibt. Der eine oder andere weiß das, ich bin jetzt halt so ein bisschen noch in so einer Bauphase drin, baue auch mein Grundstück noch oder lasse sanieren. Und ja, viele Arbeiter, die da kommen, die trinken einfach so mal mittags dann mal so ein Monster Energy Drink. halbe Liter sind das ja auch guterweise dann auch immer Ja, direkt, genau. ne? Also die trinken das, machen das so wirklich so als so statt normalem Essen, also vielleicht nicht immer nur statt, aber so, das ist schon so ein Ding, was so Power geben soll. Red Bull ist ja, glaube ich, auch, kennt auch jeder so, das ist ja schon lange so Ja. drin, aber diese Monster-Dinger, das ist in letzter Zeit gekommen, und in den letzten Jahren gekommen, hat man immer mehr stärker wahrgenommen. Und das war so ein Punkt, wo ich es nochmal stark wahrgenommen habe. Und ja, und der ein oder andere, den man dann morgens so als Schüler auch sieht, leider, ja, als Schüler sieht, der hat dann einfach mal Ja. so eine Monster, so ein Energy-Drink in der Hand, statt die Stullen von zu Hause, mal ganz einfach gesprochen. Und das erschreckt mich schon ein bisschen. Auf der anderen Seite, ja, es ist eben ein. Sicherlich ein Markt, der so ein bisschen am Wachsen ist, weil das sieht man auch in anderen Bereichen, ja, so Ernährung und da auch ganz neue Produkte generiert werden. Also mittlerweile gibt es ja auch so reine Flüssignahrung und sowas. Also es ist Alles auf Mögliche, alle dann Fälle gibt ein es nicht. spannender Markt. Ich bin wie gesagt, gespannt, was du da heute mitgebracht hast. Ja, wir gucken uns heute so ein bisschen das Geschäftsmodell an und hinterfragen natürlich nicht so richtig, ob die Produkte dann gesund sind oder nicht oder wie man sie konsumieren sollte. Lass uns reinstarten. Genau, wir gehen mal einen Schritt weiter. Als erstes gucken wir mal auf den Chart und da kann man schon so ein bisschen was ablesen, glaube ich, was so die Entwicklung des Unternehmens angeht. Die Börsenbewertung hat also über die Zeit hin stark zugenommen. Man sieht hier, wenn man mal guckt, lassen wir mal so die letzten 10 Jahre einfach Revue passieren. So 2014 lag der Kurs so um die 8 Dollar sind das hier. Das sind US-Unternehmen, US-gelistete Unternehmen und ja, jetzt sind wir aktuell bei 47, waren hoch mal bei 80. Das heißt also ein Wachstumsunternehmen auf alle Fälle, kann man ganz Auf klar sagen. das Wachstumsunternehmen. Wir sehen das ja gleich noch mal ganz kurz. Tatsächlich in den letzten Jahren das Wachstumsunternehmen, was alles andere so ein bisschen outperformt hat. Genau, also es ist offensichtlich ein Wachstumsmarkt, ein Wachstumstrend. Auch wahrscheinlich, Red Bull ist ja nicht börsengelistet, da kann man nichts zu Leider, sagen, wie sich leider das Unternehmen nicht. entwickelt hat. Aber wie gesagt, ein Unternehmen, was sich ziemlich klar entwickelt hat. Aber wenn wir so ein bisschen auf die letzten, ja, jetzt hier so das letzte Jahr gucken, ungefähr, ja, das ist schon davor, aber das ist mein letztes, seit dem letzten Jahr ist es ein Unternehmen, was aber zumindest vom Börsenkurs her stagniert hat. Man hat hier so zwei Schübe nach unten gehabt. Man sieht, dass so die letzten, hoppala, gehen wir mal zurück, die letzten Hochs hier, diese vor diesem letzten, also die letzten Hochs von hier unten dann einfach nach unten durchstoßen worden sind. Ja, und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie geht es jetzt weiter? Ist die Konsolidierung jetzt so langsam abgeschlossen und sehen wir jetzt wieder eher Bewegung Richtung der Allzeithochs oder bleibt das erstmal auf dem Niveau oder geht es sogar tiefer? Und das müssen wir versuchen, mal so ein bisschen über die Zahlen mal herzuleiten. Ja, wir gucken uns die momentane Situation so ein bisschen an. Aber lass uns erstmal ein bisschen rauszoomen, so ein bisschen uns die Industrie und den Markt anschauen. Wir sind im Markt der Non-Alcoholic Beverages unterwegs, das heißt der nicht-alkoholischen Getränke. Und man sieht hier schon ganz schön gigantischer Markt. Wir haben hier allein den US-Markt mit 260 Milliarden US-Dollar bewertet. Stark segmentierter Markt, wie man natürlich aussieht. Wir haben ganz oben oder der größte Anteil sind natürlich die Carbonated Softdrinks, also die Softdrinks, wie man sie tatsächlich auch kennt. Coca-Cola ist da wahrscheinlich mit einer der größten Produzenten. Da haben wir tatsächlich Bottled Water auch. Und
ja, es ist einfach ein gigantischer Wachstumsmarkt. Und wenn wir jetzt tatsächlich mal eine Folie weitergehen, sehen wir noch genau, mal so ein bisschen. Genau, also 7,4% ist ein starkes Wachstum. Wir sind auf jeden Fall im Wachstumsmarkt. Genau. Dann sieht man jetzt nochmal eine Folie von Monster Energy, die so ein bisschen sich damit beschäftigt haben, diesen Markt so ein bisschen aufzuschlüsseln. Dann sind wir jetzt auch hier wieder ganz oben dabei, natürlich die Sparkling Softdrinks, wie wir sie auch eben gesehen haben, auf Nummer 2 das Wasser. Und auf Nummer 3 haben wir tatsächlich in den USA im vergangenen Geschäftsjahr 23 tatsächlich schon mit 18% die Energy Drinks gehabt. Das heißt, es ist besonders in den USA und wahrscheinlich auch weltweit ein sehr beliebtes Getränk. Die Leute, die Konsumenten freuen sich daran und man kennt das ja auch so ein bisschen selber. Also ich merke das besonders, also wenn dann mein Guilty Pleasure ist, wenn dann tatsächlich der Red Bull, aber so ein eisgekühlter Red Bull an so einem schönen heißen Tag wie heute, wirkt dann nochmal so ein bisschen erfrischender als so ein Glas Wasser, muss ich ehrlich zugeben. Trinkst du Kaffee? Ja, Kaffee auch. Okay, also Kaffee, es gibt ja auch Menschen, die sagen, ja, ich trinke halt keinen Kaffee, aber wenn ich mal einen Red Bull, dann geht bei mir die Rakete wirklich los, so ein bisschen verleiht Flügeln anstrichen, einfach weil der Koffein, das Koffein, was natürlich da drin ist, was ja auch so ein bisschen das ist, wo der Jugendschutz eingreift und sagt, oh, das ist eigentlich nicht erlaubt. Und der Zucker natürlich. Der Zucker, ne? Genau. Der Zucker natürlich auf die der Energie, Seite. Die ja wirklich da drin ist, gibt manchen Leuten einen Push. Ich kenne viele Leute, die trinken gar keinen Kaffee und die sagen, aber wenn sie mal auf der Autobahn sind und lange fahren müssen, dann nehmen sie halt einen, greifen zum Energy-Drink und dann sind sie richtig gepusht und können auch wirklich nicht mehr einschlafen, kann nichts passieren, weil sie das auch gar nicht kennen, das Koffein. Ja, das ist dann, wenn man sich dann dran gewöhnt und das zum Alltag werden lässt, dann ist das natürlich, der Effekt wird dann natürlich immer schwächer. Genau. Genau. Okay. Lass uns weitergehen. Der Energy Drink Market, jetzt nochmal so ein bisschen das Segment Energy Drinks. Wir sehen ja hier auch nochmal eine kleine Segmentierung. Der größte Bereich tatsächlich die normalen Energy Drinks, wie wir sie tatsächlich auch kennen. Und der kleinere Bereich, der jetzt in den letzten Jahren aber doch stark gewachsen ist, worauf sich natürlich auch die ganzen Getränkehersteller, auch Monster Beverage auch fokussieren, sind diese Energy Shots. Ich glaube, die sind bei uns noch gar nicht so vertreten. Ich hätte sie im Ausland relativ viel schon gesehen. Das sind dann so Mitbringsel, die man an der Kasse nochmal mitnimmt. So ein ganz kleiner Energy Shot einfach. Natürlich nochmal viel hochdosiert. Hochdosiert, viel stärker und natürlich aufgrund der geringen Größe natürlich auch deutlich hochmargiger. Und deshalb natürlich ein super interessantes Geschäftsfeld. Der Markt der Energy-Drink-Hersteller in den USA, wir hatten das eben schon kurz angesprochen, gar nicht mal so stark segmentiert. Wir haben den Platzhirsch oder den Platzbullen Red Bull mit knapp 40%. Du hattest es eben kurz schon angesprochen, das Unternehmen ist leider Gottes privat. Wir haben da keine Zahlen, wir können nicht investieren. Auf Platz 2 haben wir Monster Beverage schon hier mit einem Anteil auf dem US-Markt im vergangenen Jahr von knapp 30%. Dazu kam jetzt tatsächlich im letzten Jahr auch noch das Geschäft von Bang mit 4,2%, was man sich einverleibt hat im vergangenen Geschäftsjahr, sodass man jetzt immer noch auf Platz 2 ist, aber tatsächlich auch einen Marktanteil von knapp ein Drittel in der US-amerikanischen Branche hat. Naja. Ja, das Unternehmen, oder man kennt es ja auch von Red Bull so ein bisschen, dass auf sehr starke Marketing-Persönlichkeiten gesetzt wird. Es werden Ambassadors ernannt oder es werden Verträge mit Ambassadors, also wie sagt man, Vertretern, Markenbotschaftern, vielen Dank, geschlossen. Besonders im Bereich Sport, Musik und Gaming. Man kennt das vielleicht, wenn man Sportevents hat, wie wenn man jetzt an Kämpfe denkt oder an Motocross oder Musik oder alles Mögliche, generell einfach hippe Sportarten, die das Unternehmen natürlich nutzt, um sich selbst so ein bisschen als Lifestyle-Produkt darzustellen und einfach so ein bisschen, ja, einfach die Verbindung mit den Sportlern zu haben und so ein bisschen zu suggerieren, okay, um diese sportlichen Leistungen erreichen zu können, ist quasi der Genuss von Monster Energy notwendig. Das Ähnliche sehen wir ja tatsächlich auch bei Red Bull, die ja wirklich sehr stark auf dieses Sportsegment und dieses Sponsoring von Sportlern setzen. Ja, es geht sehr viel um Lifestyle. Ja. Also auch bei Red Bull ja immer. Sehr, sehr viel. Ja. Kennt man das ja, sehr viel Sportverantwortung, sehr viel Extremsport. Eigentlich nur Extremsport, genau. Man will immer bei wirklich dieses Extreme und Lifestyle letztlich Themen besetzen. Und das sieht man jetzt hier ja auch, obwohl das nicht ganz so extrem ist, jetzt, was man jetzt hier sieht. Aber erstmal, es geht meistens um Sport, wo halt Energie gebraucht wird, sozusagen. Und das ist so ein bisschen das Marketingkonzept. Ja, Sport, junge Leute und immer ganz, ganz viel Spaß, was man natürlich bei Monster Energy Drinks trinken hat. Das Unternehmen hat drei primäre Geschäftssegmente. Das größte Segment ist tatsächlich das Monster Energy Segment, in dem man sich auf den Verkauf und die Vermarktung von tatsächlich am Ende die gebrandeten Monster Energy Drinks, wie wir sie auch gerade hier kurz besprochen haben, fokussiert. Da gibt es zwei kleinere Bereiche, die so ein bisschen im Aufbau momentan sind. Wir haben die Strategic Brands,
Da fokussiert sich das Unternehmen auf Getränkemarken außerhalb des Monster-Rahmens, tatsächlich aber auch mit dem Fokus auf Energy Drinks. Wir haben hier das Beispiel der Burn-Marke, auch ein Energy Drink, den das Unternehmen vertreibt. Auf der anderen Seite haben wir einen Markt, in den das Unternehmen in den letzten Jahren eingestiegen ist. Das sind die Alkohol-Brands. Man nimmt da so ein bisschen den Shift von den alkoholfreien Getränken weg und versucht so ein bisschen in diesen Alkopops und Ready-to-Drink Consumables einzusteigen. Man sieht das hier mit der Dose, eigentlich genau das gleiche Konzept am Ende. Aber ist das tatsächlich Koffein, Alkohol und Zucker in einem? Das ist alles. Natürlich gibt es die ganzen Produkte dann immer noch als Zero und dann gibt es sie auch noch als koffeinfrei. Das Unternehmen ist natürlich, entwickelt sich natürlich weiter und findet für jeden Nachfrager oder für jeden Konsumenten so ein bisschen das, oder versucht für jeden Konsumenten das passende Produkt zu finden. Und deckt jetzt in den vergangenen Jahren so immer mehr das Segment Alkohol-Brands ab. Man sieht aber ganz klar, man ist natürlich sehr stark abhängig von diesem Geschäft mit den normalen Monster-Energy-Drinks. Ja, okay. Ja, hier eine Karte, die ich mal mitgebracht habe, wo ich so ein bisschen auf zwei Sachen eingehen wollte. Zunächst sieht man natürlich wunderbar, ganz schön, dass das Unternehmen regional oder international wunderbar aufgestellt ist. Wir sehen, in allen großen globalen Märkten ist das Unternehmen aktiv und hat dort Vertriebs- und Abfüllkanäle. Und die zweite Sache, auf die ich hier eingehen wollte, man sieht das unten in der Legende vielleicht ganz klein, der rote Bereich sind tatsächlich die Coca-Cola System Bottlers. Das heißt, es sind die Vertriebskanäle, die Abfüllanlagen von Coca-Cola, die hier genutzt werden. Und das Unternehmen hat 2015 eine strategische Partnerschaft mit Coca-Cola eingegangen. Coca-Cola hat damals für knapp 2 Milliarden 17% des Unternehmens gekauft und hat da so ein bisschen in diesem Deal auch die eigenen Pläne begraben, selbst in diesem Energy-Drink-Segment aktiv zu werden. Es gab dann kurzzeitig nochmal Versuche von Coca-Cola, da doch auch eigene Energy-Drinks zu bauen oder zu vermarkten, aber man ist jetzt am Ende doch tatsächlich auf der Schiene geblieben, dass man für das Energy-Segment dann doch auf Monster Energy setzt, da es da natürlich einfach die viel stärkere Marke hat. Als wenn man an Coca-Cola denkt, denke ich tatsächlich in erster Linie nicht an Energy-Drinks. Und ein Energy-Drink von Coca-Cola wäre wahrscheinlich für mich auch eher so als zweite Wahl hinter einem Monster Energy-Drink. Zumindest wenn es so gebrandet ist. Aber letztlich, was Coca-Cola ja hier gemacht hat, ist, einen Fuß in der Tür zu haben in diesem Markt, das selber zu entwickeln. Und was Coca-Cola natürlich hat, ist dieses Abfüllnetz, muss ich vielleicht nochmal erklären. Coca-Cola sitzt ja nicht irgendwo und macht da die ganze Cola für die ganze Welt, sondern diese Sirupe, die dann mit Wasser mehr oder weniger auch aufgemischt werden und abgefüllt werden, diese Anlagen stehen in der ganzen Welt und das wird eben für Monster dann eben offensichtlich auch genutzt. Ja, man kann natürlich in diesem Fall auf das sehr breite Vertriebsnetz von Coca-Cola zugreifen, da das Unternehmen natürlich viel größer ist. Ja. Die Folie habe ich nochmal mitgebracht. Wir hatten da eben schon kurz darüber gesprochen, dass Monster Energy tatsächlich in den vergangenen Jahren eine relativ gute Kursperformance hingelegt hat. Und wenn man sich das mal im langfristigeren Chart über die letzten 20 Jahre betrachtet, sieht man tatsächlich hier auf der unteren Seite der Vergleich mit Amazon und Apple, was ich jetzt persönlich eigentlich auch als gut gelaufene Aktien in den letzten Jahrzehnten benennen würde, sieht man hier die phänomenale Performance von Monster Energy. Und tatsächlich ist es auch über die letzten 30 Jahre die bestperformste US-amerikanische Aktie gewesen und hat alles andere Tech-lastige oder was man sich sonst alles als Kursraketen vorstellt im Aktiensektor so ein bisschen hinten dran gelassen. Genau, heißt aber auch, dass man genau diese Aktie hätte finden müssen. Und wahrscheinlich war das dann so ein halber Penny-Stock, würde ich nicht sagen, aber ja, wahrscheinlich war das ein sehr kleines Fall. Unternehmen damals, sieht man hier auch wahrscheinlich 72 Millionen, wahrscheinlich Market Cap zur... Ja, das sind die Sales. Also Sales, okay, weiß ich nicht. Also das ist nicht Market Cap, sondern das ist hier wirklich der Umsatz? Der Umsatz, ganz okay, genau. Okay, genau, aber die Market Cap wird wahrscheinlich am Anfang sehr klein gewesen sein und man hätte auf alle Fälle natürlich das Ding auch halten müssen insofern. Aber trotzdem spannende Geschichte, wie sowas eben dann durch die Decke gegangen ist. Ja, wir sehen aber vor allem tatsächlich in den letzten Jahren, und wir haben das ja auch eben schon so ein bisschen beim Kurs gesehen, dass das Unternehmen, ich will nicht sagen Wachstumsprobleme hat, aber dass das Wachstum, was man so ein bisschen aus den vergangenen Jahren, Jahrzehnten gewohnt ist als Investor, so ein bisschen rückläufig war. Natürlich hatten wir da Sondereffekte. Also das Wachstum war schon da, aber es ist die Dynamik des Wachstums hat ein bisschen nachgelassen. Genau, das ist natürlich immer Meckern auf dem hohen Niveau. Genau, also von zum Beispiel jetzt hier 20%, ne, in dem Bereich hier oben auch, und jetzt sind sie mal eben eher bei 10%. Ganz genau. Wir sind so ein bisschen rückläufig gewesen und das liegt so ein bisschen, ja, zeigt sich so ein bisschen ja auch im Aktienchart wieder. Das ist ja das, was wir gerade gesehen haben und das ist so ein bisschen der Grund, so ein bisschen der Turnaround-Gedanke, den wir jetzt gerade hatten.
warum das Unternehmen besonders jetzt gerade interessant sein könnte. Aber lass uns einen Blick auf die Aktien werfen, auf den Snapshot. Auf den okay. Snapshot. Ganz genau. Wir sehen, das Unternehmen ist im Bereich Konsumgüter aktiv, hat relativ wenig Mitarbeiter. Wenn wir gleich nochmal den Umsatz sehen, da im Vergleich natürlich deutlicher Unterschied. Man ist knapp hinter Christoph Siegmanns jetzt knapp 50 Milliarden US-Dollar wert. Ja, jetzt bist du ganz raus. 50 ja. Milliarden US-Dollar wert. Im letzten Quartal hat man einen Umsatz von knapp 2 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, hat aber, wie wir das ja eben auch schon gesehen haben, ein relativ schwaches Umsatzwachstum von nur, in Anführungszeichen, natürlich 3% gehabt. Wir haben eine Ausweitung der Grossmarge gesehen auf über 50%. Das ist natürlich für ein produzierendes Unternehmen gar nicht mal so schlecht. Wir reden ja immer noch von einem Lebensmittel. Also ein Genuss Lebensmittel genau, aber das ist schon eine sehr gute Marge in dem Bereich. Genau. Und so ein bisschen der Fakt jetzt auch in diesem Quartal ist, dass man sieht, okay, Margenausweitung bei der Grossmarge, aber die Profitmarge hat so ein bisschen drunter gelitten und konnte dementsprechend nicht geweitet werden. Wir sehen trotzdem eine gute Entwicklung des operativen Cashflows von 30%. Beim Free Cashflow hatten wir einen Sondereffekt durch den Verkauf von Marketable Securities, sodass wir da auf knapp 1,4 Milliarden US-Dollar gekommen sind. Wir sehen auf der anderen Seite jetzt hinter mir natürlich auch so ein bisschen trotzdem aber auch eine Bewertung eines Unternehmens, was schon im Bereich Wachstum eingeordnet werden kann. Wir haben KGV von über 30, ein Kursumsatzverhältnis von über 30. Ich rutsche mal jetzt hier. Über 6, ne? Also ja, 6. Nicht genau. Über 30. Aber geringe Verschuldung, ne? Also kaum Verschuldung. Super geringe Verschuldung von 0,4%. Das liegt natürlich auch daran, dass man natürlich im Vertrieb und in der Abfüllung auf Drittanbieter setzt und natürlich eigene Abfüllanlagen und Vertriebsanlagen besitzt, aber doch im großen Stil auf Coca-Cola. Man muss wenig investieren. Ganz genau. Es sind wenig Investitionen, die getätigt werden müssen. Ja. Genau, also was man jetzt hier so sieht bis jetzt im Bild, also sehr gute Margen, Umsatz oder das Wachstum zumindest im letzten Quartal, im Vergleichsquartal Q2 23 zu 24 nicht so berauschend. Und ansonsten dafür eben noch relativ hoch bewertet. Das heißt, wir haben ja vorhin den Chart gesehen, vielleicht erinnert ihr euch, es ging zweimal bergab und damit dieses Bewertungsniveau also jetzt gehalten wird, also auch der Kurs sozusagen gehalten wird, müssen die Margen, glaube ich, das Wachstum wieder deutlich anziehen, damit das einem auch wieder passt. Genau, es ist so ein bisschen das Wachstum, was vermisst wird. Und wir sehen das jetzt hier auch auf dem Mittelgrafen. Year-to-date fast 20% im Minus. Das heißt, Anfang des Jahres sind wir jetzt seit 20% unter Wasser. Wir haben zuletzt gerade die neue Tiefs, Jahrestiefs angetestet bei 43 US-Dollar knapp. Das war nach den Zahlen dann? Das war nach den Zahlen, genau. Also nach den Zahlen gab es dieses Durchstoßen dieser letzten Hochs, was wir vorhin auch im Chart gesehen haben. Und jetzt liegt die Aktie da, wo sie liegt, nach aber zwei Abwärtsschwüngen. Insofern gucken wir mal, wie der Ausblick aussieht. Ganz genau. Lass uns erstmal nochmal einen Blick auf das letzte Quartal werfen, so ein bisschen genauer auf das Income Statement. Wir sehen hier ganz oben ganz schön oder relativ schön das Umsatzwachstum von 3%. Wir sehen die Ausweitung der Grossmarge. Sehen, dass der Gross Profit um 5% gestiegen sind, während die Umsatzkosten doch relativ konstant, eine Million mehr, konstant geblieben sind. Wir sehen aber auf der anderen Seite, dass die Operating Expenses, das heißt die operativen Ausgaben, die nicht direkt dem Umsatz zuzuschreiben sind, dass die um 9%, also deutlich schneller als der Umsatz gestiegen sind. Darin befinden sich natürlich dann Vertriebs- und Marketingkosten, was sich bei Monster Energy vor allem in Sponsoring- und Werbeverträgen auslöst, die deutlich gestiegen sind. Und das zieht sich jetzt durch das gesamte Statement durch, sodass wir am Ende auch nur auf unser Wachstum des Gewinns von 3% kommen. Auch die Earnings per Share, minimale Verbesserung. Das ist auf jeden Fall nicht das, was man erwartet hat von Monster, von dem starken Unternehmen, was ja über Jahrzehnte diese starken Wachstumszahlen geliefert hat. Ja. Deshalb verständlich, dass es nach diesen Zahlen auf jeden Fall einen Abverkauf gab. Eines eigentlich Wachstumsunternehmens, muss man ja sagen. Genau. Wir sehen hier nochmal den Blick in die operativen Segmente des Unternehmens. Wir hatten es eben schon kurz angesprochen, die drei Segmente. Das Monster Energy Drink Segment natürlich operativ das stärkste mit knapp 600 Millionen operativen Einkommen. Strategic Brands, das hatten wir eben auch schon uns kurz angeschaut, auf kleinem Niveau starkes Wachstum und Alkohol Brands tatsächlich, wie man hier sieht, im negativen Bereich. Man sieht auch, dass
die Negativität hat sich weiter ausgebaut. Wir sind von 6,5 Millionen Verlust des Segments auf jetzt knapp 23 Millionen Verlust im Segment gestiegen. Das heißt, da wird deutlich investiert, da wird viel investiert und da wird nach Aussagen des Unternehmens auch noch die kommenden Jahre viel investiert werden und es werden Gewinne aus den bestehenden Geschäftsmodellen, Segmenten abgeschöpft und in das neue Segment quasi überführt. Ja, man sieht auch jetzt nochmal so ein bisschen vielleicht einen Grund, warum die Konsolidierungsphase in den letzten Jahren oder in den letzten Quartalen so ein bisschen weiter fortgeführt wird. Wir sehen hier einmal die Umsatz- und Gewinnentwicklung der vergangenen 3 Jahre, einmal aufgeschlüsselt in den Quartalen. Und wir sehen da tatsächlich eine Saisonalität der Umsätze. Wir sehen, das Q4 ist immer deutlich schwächer als die anderen Quartale. Wir haben aber auf dem langfristigen Blick oder auf dem kurzfristig-langfristigen Blick, die ja 3 Jahre sind, ein Umsatzwachstum von im Schnitt 10% gehabt. Auf der anderen Seite ist der Gewinn so ein bisschen hinterhergehinkt. Und das ist ja auch das, was wir jetzt gerade auch im neuesten Quartal gesehen haben, dass der Umsatz zwar gesteigert werden kann und auch die Umsatzkosten relativ konstant geblieben sind, jedoch unten am Ende ja, das Ergebnis, der Gewinn. Die operativen Kosten hast du ja gerade auch gezeigt. Genau, die operativen Kosten so ein bisschen die Marge auffressen und den Gewinn natürlich dann so ein bisschen drücken. Ja. Man muss aber auch sagen, wenn wir uns die Umsatzentwicklung der beiden Geschäftssegmente, der beiden primären Geschäftssegmente, nenne ich sie mal Monster Energy Drinks und Strategic Brands anschauen, sehen wir tatsächlich über die letzten Jahre, wir sehen hier den Vergleich von 2017 bis 2023, sehen wir trotzdem immer noch eine phänomenale Entwicklung. Wir haben jetzt natürlich hier das letzte Geschäftsjahr 2023 herangezogen, das heißt die neuesten Quartale sind da noch nicht ganz mit eingerechnet. Wir haben ein Umsatzwachstum von 19% des Bereichs Monster Energy Drinks und der Bereich Strategic Brands, natürlich kleineres Niveau, ist aber auch nur um 4% gewachsen. Man hat aber hier auch seit 2020 bis heute doch tatsächlich auch wieder ein Wachstum gesehen. Das heißt, dort wird wieder mehr investiert und das Unternehmen ist so ein bisschen, ja, versucht sich so ein bisschen diversifizierter aufzustellen. Das Gleiche sieht man natürlich auch bei der Entwicklung des EBITDAs. Wir haben auch hier eine positive Entwicklung der beiden Geschäftssegmente, der beiden primären Geschäftssegmente. Wir sehen, der Bereich Monster Energy Drinks ist um 14% im Jahr gewachsen über die letzten 6 Jahre. Strategic Brands auch wie beim Umsatz ein bisschen schwächer dabei, aber tatsächlich seit 2020 bis 2023 sehen wir da eine deutlich positivere Entwicklung als in den Vorjahren. Ja. Kommen wir zur Pro- und Kontraliste. Ja, das Unternehmen, wir haben das ja eben gesehen, ist Marktführer im Bereich Energy Drinks. Das heißt, vom Trend, den wir ganz am Anfang gesehen haben, von dem Wachstum von knapp 8%, was da in den nächsten Jahren antizipiert wird, ist auf jeden Fall Monster Beverage eines der Unternehmen, was davon klar profitieren wird. Wir haben ein effektives Marketing und eine starke Markenpräsenz. Das Unternehmen ist sehr präsent im Bereich Sport, Gaming und stellt sich als Lifestyle-Produkt dar, wird als Lifestyle-Produkt wahrgenommen und hat eine sehr starke Partnerschaft mit einem der größten Hersteller oder Vertriebler ja auch am Ende von Getränken mit Coca-Cola, was natürlich jetzt auch in den jüngeren Jahren zur Expansion deutlich beigetragen hat. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die große Abhängigkeit von einem Marktsegment. Christoph und ich haben das ja gerade so ein bisschen schon rausklingen lassen, dass die Energy Drinks eher nicht sind, womit das Unternehmen uns begeistern kann. Vielleicht ja am Ende die alkoholischen Energy Drinks. Interessant, dass du mich so einschätzt. Nee, mich selber schätze ich so. Achso, okay. Ja, also es ist halt einfach Gesundheits-, also ja, es ist immer wieder unter Beschuss. Ne? Muss man das ist halt auch, sagen. Es gibt ja auch, ich bin mir nicht ganz sicher, wie es bei, ich glaube unter 16 sind die glaube ich teilweise gar nicht erlaubt. Nee, in Deutschland so? Auf jeden Fall. In Deutschland Fall zumindest, genau. Und trotzdem wissen wir halt immer, Deutschland ist nur ein kleiner Teil der Welt und ich glaube auch gerade in anderen Märkten ist sowas eben noch stark am Wachsen, weil da auch die Weltbevölkerung noch wächst, ja, und auch die Konsumausgaben und so weiter wächst. Man muss auch sagen, es ist eben ein sehr margenträchtiges Produkt für diesen Bereich zumindest. Ja, muss man sich auch mal vorstellen, so eine Dose kostet jetzt nicht 99 Cent, glaube ich, sondern die kostet ein bisschen mehr. Im Angebot dann vielleicht irgendwie 99 Cent. Ja, vielleicht, Cent, genau. Also, und das wird eben dann, wie gesagt, wie ich meine Beobachtung ist halt, dass das hier ganz oft so als so eine Alternative zu unserer Mahlzeit dann auch benutzt wird. Also es ist schon ein Trend, der jetzt bestimmt nicht gut ist für die Gesundheit, aber zumindest ist es ein Trend, ein Wachstumstrend. Aber es ist auch eine gewisse Abhängigkeit da. Ne? Wenn das Thema gesundheitsgefährdend ist in vielen Bereichen, wird es da auch sicherlich in einem oder anderen gewisse Regeln für geben. Und
Es kann immer sein, dass sowas dann eben überholt wird durch andere Trends. Also der Gesundheitstrend, da gibt es ja mittlerweile auch Produkte, die man einfach mal so nebenbei trinken kann, wo dann auch so Protein oder auch ja, sehr feine Essensstoffe drin sind, die man dann eben auch so zu sich nehmen kann. Von sowas kann das immer überholt werden. Man ist eben hier nur in genau einem Segment drin, der ist relativ spitz. Ganz genau. Aber ansonsten hat man, glaube ich, wie schon gesagt, diese Marktführerschaft, dieses ganz vorne dabei sein, ist ja schon relativ stark. Ganz ja, genau. Drittanbieter, meinst du jetzt mit der Abfüllung? Ja, genau, das ist jetzt die... Das ist jetzt Pro und Kon, also sowohl auf der starken Seite als auch gibt es abhängig mit der Mitte. Ganz genau, natürlich hat es Vorteile. Wir haben das in der Marge gesehen und in der Verschuldung gesehen. Aber auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch klar werden. Wir haben das damals bei Coca-Cola gesehen. Ich glaube 2018 war das, also nach der Partnerschaft, die man mit Monster Energy, also Monster Beverage eingegangen ist, hat das Unternehmen selbst begonnen, Energy Drinks herzustellen, wo man natürlich so ein bisschen... was natürlich so ein bisschen kontraproduktiv für die Geschäftsbeziehungen und auch für die Vertriebsmöglichkeiten des Unternehmens darstellen kann, was am Ende auch so ein bisschen in Produktqualität und Beeinträchtigung der Lieferkette enden kann. Ganz am Ende die Konjunkturabhängigkeit. Wir haben natürlich hier einen Konsumartikel, der nicht essentiell ist. Zumindest für die meisten wahrscheinlich. Für die meisten nicht essentiell ist und besonders in wirtschaftlich schwierigeren oder komplexeren Lagen, in denen wir uns ja in den vergangenen Jahren befinden könnten oder sind Verbraucher dazu angeregt, eher Konsumausgaben so ein bisschen zurückzufahren und vielleicht auch tatsächlich ihre Umsätze im Bereich Energy Drinks zurückzufahren. Genau, hat man ja auch gesehen, das Wachstum hat zumindest nachgelassen. Das ist genau das, was wir gesehen haben jetzt zuletzt. Genau. Ja, was ist dein Fazit? Du bist, glaube ich, investiert, ne? Ich bin, ja, tatsächlich, hätten wir vielleicht am Anfang kurz einmal erwähnen sollen. Ja, ich bin tatsächlich investiert, tatsächlich schön ganz oben eingekauft Anfang des Jahres und bin jetzt so ein bisschen am Überlegen, ob ich jetzt mal nachkaufen sollte oder nicht. Super interessantes Unternehmen, super phänomenale Börsenperformance. Wir haben keine Dividendenrendite, also keine Dividende, die ausgeschüttet wird. Es wird eher in Aktienrückkäufe investiert. Ich finde einfach das Geschäftsmodell einfach super interessant, um sich einfach zu beteiligen an einem Unternehmen, was ja tatsächlich, ja, es ist ja am Ende eine Lifestyle-Brand. Es ist ja die Marke, die das Geschäft trägt, so ähnlich wie bei Red Bull tatsächlich auch. Und man sieht das ja, das ist ein Konsumartikel, der konsumiert wird, der beliebt ist. Das Unternehmen zeigt deutliche Bemühungen, sich in neue Geschäftsbereiche oder Segmente zu etablieren. Genau, mit Coca-Cola auch einen starken Partner, muss man sagen. Ich bin in Coca-Cola investiert, das heißt also indirekt ja auch da. Über drei Ecken. Also 17% waren es, glaube ich, halten sie. 17 knapp. Mit einer Option, muss man auch sagen, also Coca-Cola hat sich auch eine Option gegeben, dass diesen Anteil zu erweitern. Im Unternehmen, habe ich gelesen. Das heißt, ist, glaube ich, auf alle Fälle ein guter Mix von den Zahlen. Wie gesagt, der Kurs ist gerade zurückgekommen, also kann eine spannende Geschichte sein, auf alle Fälle. Wer da mehr dazu wissen möchte, wir haben heute für alle Aktienclub-Mitglieder die Aktienwerkstatt zum Thema Getränkeindustrie, wo wir das Thema noch tiefer anschauen. Nächste Woche dann, wie immer, der Market Roundup am Dienstag und am Donnerstag im Aktien-Roundup geht es dann tatsächlich um Coca-Cola. Da kann ich dann auch was mitreden. Perfekt. Ich freue mich. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss.